Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Bauer.de und zwar mit dem GameMax Gaming PC Komplettsystem Ice Set 2468 für 4211,23 Euro, runtergesetzt von 4278 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Rage bei uns im Videovorschlägekanal auf Discord. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und den schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Ja, bei diesem System ist ein Monitor dabei und auch genau der, der hier gezeigt wird. Das System selbst, ja, kommt einigermaßen hin. Ich weiß nicht genau, welches Gehäuse es wird, also es wird schon so ähnlich aussehen, aber die Komponenten, die da drin sind, passen einigermaßen, das ist in Ordnung. Starten wir erstmal mit dem Betriebssystem. Das ist Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Ja, ist halt im Moment noch das aktuellste Betriebssystem. In der Home-Variante, ob jetzt als Gamer Home oder Pro nimmt, ist relativ egal. Das ist in Ordnung. Und das kostet 37 Euro bei IT Hardpulse. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Den hatten wir jetzt schon 1000 Mal, ja ich weiß, aber ich habe immer mal wieder neue Zuschauer auf dem Kanal, deswegen, der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP, im Gaming zieht er sich maximal so 70, 80 Watt und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS RAM. Auch hier könnt ihr ganz easy mit 6000 MTS zum Beispiel CL30 betreiben. Hier und da gab es mal irgendwie Probleme, wurden mir jetzt in den Kommentaren geschildert. Ich habe schon öfters solche Systeme gebaut und ich hatte nie Probleme und die Systeme der gerade steigen auch immer mehr um auf 6000er RAM. Deswegen ist manchmal so eine Kombination aus Prozessor, Mainboard und RAM, dass da irgendwas nicht ganz funktioniert. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, mit 6000 könntet ihr den betreiben. Aktuell immer noch der effizienteste und beste Gaming-Prozessor, den ihr euch so holen könntet. Es gibt natürlich noch den 7900X3D, 7950X3D, aber der 7800er ist preis-leistungstechnisch echt super. Auch wenn ihr streamen wollt, kein Problem, ist ein 8-Kerne, ansonsten rendert halt über die Grafikkarte. Und der kostet 328,04 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist DDR5 6000 GHz. Ist ein bisschen viel, aber wäre schön, wenn es so wäre. Sind natürlich 6000 MTS und zwar 32 GB. Wenn man da ein bisschen tiefer gräbt bei der Produktbeschreibung, sieht man, das ist der Kingston Fury Beast in weiß ohne RGB-Beleuchtung. Ich habe jetzt auch den genommen, der einfach auf dem Bild zu sehen war. Der ist jetzt CL30. Den gibt es auch als CL36, macht aber irgendwie nur 5 Euro aus. Deswegen ist jetzt relativ Latte, was wir nehmen. Ich hoffe einfach, sie nehmen CL30. Ist immer ein bisschen schade, wenn es unklar ist, ne? Aber 6000 MTS ist schon mal nicht schlecht, 32 GB ist okay, zu den Timings kann ich leider nichts sagen. Und der kostet 132,90 Euro bei Alternate. Die SSD ist eine Kingston NV2 und zwar als 2 TB Variante, steht auch näher in der Produktbeschreibung. Man müsste dann hier scrollen, dann sieht man hier oben irgendwo die ganzen Beschreibungen und so weiter. Ich habe das alles schon richtig rausgesucht. Die Kingston NV2 hat eine Leserate von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 2800 MB die Sekunde. Ist jetzt keine besondere SSD, gibt es mit QLC-Speicher und mit TLC-Speicher und man weiß nicht genau, was man bekommt. Fürs Gaming reicht sie, natürlich gibt es qualitativ bessere, gerade bei einem Preis von über 4000 Euro. Mal ganz davon ab wäre das, wenn wir das so bemessen mit diesen 1000 Euro 1 TB, dann wäre das halt ein bisschen wenig mit 2 TB. Aber erstmal kommt ihr damit aus. Ansonsten rüstet halt auf. Und die kostet 112,89 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir hier zu so einem Thema, da ist noch der Bildschirm mit dabei. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Bildschirmen. Ich habe hier so einen Samsung Odyssey, damit bin ich zufrieden. Der ist auch WQHD 144 Hz. Alles darüber hinaus, kein Plan. Das soll aber dieser hier sein, der Philips Evnia. Hat irgendwie Ultra WQHD Auflösung 21:9, 175 Hz. Alter, kein Plan. Wir nehmen ihn jetzt einfach als Preispunkt mit rein. Und der kostet 763,01 € bei ProShop. Stromversorgung, Modell, Netzteil, Aorus Waterforce 360. Das wäre schlecht, wenn das das Netzteil wäre. Das ist natürlich die Wasserkühlung. Das wäre dann diese hier. Hatte ich selber auch noch nicht im Test. Ist aber die gleiche, die auch auf dem Bild zu sehen ist. Eine 360er AIO auf einem 7800X3D. Überhaupt kein Thema. Sieht auch noch schick aus. Ist in weiß. Ist in Ordnung. Und die bringt tatsächlich auch 5 Jahre Herstellergarantie mit. Würden sie jetzt auch nicht machen, wenn die irgendwie nach 2 Jahren die Füße hoch macht.
und die kostet 123,54 € bei Galaxus. Das Netzteil ist ein 850 Watt Netzteil, natürlich intern von Gigabyte, ganz oben stand auch wieder die genaue Bezeichnung drin. Das ist in dem Fall dieses hier, ja, es ist tatsächlich auch weiß, das Gigabyte UD850 GMPG5W 850 Watt ATX 3.0. Sprich, 5 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und Vollmodularität. Da habt ihr auch noch den neuen Stecker mit dabei für die neuen Grafikkarten und so weiter. Ist okay, kann man nicht meckern. Und ja, 850 reicht ganz locker, weil die Grafikkarte ist jetzt hier auch nicht so speziell. Ja, das System kostet über 4.000 €, aber die Grafikkarte ist wirklich nichts Besonderes. Und das kostet 112,02 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Aorus B650E Elite XAX Ice. Das wäre dann dieses hier, das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, die liegen dann quasi unter der Grafikkarte, dann sind da keine Slots, die irgendwie abgedeckt werden. Die Grafikkarte kommt nämlich hier rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was ihr so gerne erweitern wollt. Einige wollen auch noch eine Soundkarte, ne? Ich sag's nur dabei. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, 5x USB 3.0, 4x USB 2.0, Onboard-Grafikanschluss, braucht ihr nicht benutzen, nimmt bitte den der Grafikkarte, USB Typ C ist mit am Start und habt noch WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Ist für so ein White-Build ganz geil. Der B650E-Chipsatz, auch ganz easy mit diesem Prozessor, finde ich echt gut gewählt, das Board. Und das kostet 253,64 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Nvidia RTX 4070 Ti Super. Und schauen wir auch da genauer rein, ist das in dem Fall die Ti Super Eagle OC Ice 16G. Bedeutet für euch, die ist halt auch weiß, genauso wie das Mainboard, die sind aufeinander so ein bisschen abgestimmt, sind ja auch beide von Gigabyte. 4070 Ti Super für WQAD Gaming gut geeignet, 4K Gaming kommt dann auf die Titel an, ich sag's immer wieder dabei. Full HD würde ich mit der lassen, ist dann schon ein bisschen zu unterfordernd. Den FPS-Test findet ihr einfach in der Videobeschreibung. Und die kostet 868,80 € bei Mindfactory. Das Gehäuse, Optikgehäuse matt, Detailsgehäuse, durchsichtiges Seitenfenster, 2 Seitenverglasung, Beleuchtunggehäuse, ARGB-Beleuchtung, steuerbar mit Fernbedienung. Mit Fernbedienung finde ich ein bisschen komisch. Normalerweise habt ihr halt so einen 5 Volt ARGB-Header. Da kann ja auch sein, dass das Ding irgendwie beides kann. Es gibt Gehäuse, die haben dann eine Fernbedienung dabei und ihr könnt es trotzdem noch ans Mainboard dran packen. Zum Beispiel bei Endorfy könnt ihr auch so einen Knopf benutzen, ist immer unterschiedlich. Das Problem ist für mich einfach nur, das Gehäuse gibt es aktuell nicht. Das ist auch irgendwie eine ausländische, italienische Amazon-Seite. Da ist das einmal so gelistet von GameMax selber. Ich nehme jetzt als Orientierungspunkt das Thermaltake View 270 TG ARGB Snow. Ist halt auch weiß, hat auch 2 Scheiben, unten dieses Gitter und so weiter. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich hoffe nur, dass die Lüfter, die auf dem Bild zu sehen sind, vorinstalliert sind. Davon steht da nämlich nichts. Und dass der Airflow dann einigermaßen gegeben ist. Aber eigentlich sollte es passen. Ihr habt ja auch noch die Wasserkühlung da drin und so. Es sollte schon einigermaßen gehen. Und das kostet zur Preisorientierung 69 € bei Cyberport. Ansonsten steht hier bei der Kühlung nochmal die Wasserkühlung. Ist jetzt nichts Besonderes. Stand halt eben auch beim Netzteil. Keine Ahnung warum. Aber wir haben ja auch 6000 GHz RAM. Ganz, ganz wichtig. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Monitor, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von, sagen wir jetzt mal einfach mal glatt 2.800 €. Und das System kostet 4.211,23 €. Da seid ihr bei einem Aufpreis von über 1.400 €. Und der Monitor ist da schon drin. Hier mal zum Verständnis, mein Cutter kann das jetzt einfach in voller Größe zeigen, diese Liste. Ich scroll es jetzt aber mit euch runter, hier steht überall eins, es ist alles verfügbar und da kommt ihr tatsächlich auf diesen Preis. Im Selbstbau natürlich, das Ding ist schon fertig zusammengebaut. Aber selbst wenn ihr das irgendwie zusammenwurschteln würdet und lasst es dann bei Krotos oder MyPC oder so bauen, kommt ihr nicht auf 4.200 €. Ach ja, und falls ihr gerade einen WhatsApp-Sound gehört habt, das war ich, das war nichts bei euch, keine Sorge. Es ist halt völliger Quatsch, für den Aufpreis dieses System zu kaufen. Selbst wenn Bauer sich von GameMax noch irgendwie 10% Provision für den Verkauf über die eigene Website holt, ist es immer noch viel zu teuer. Ich habe jetzt keine genaue Alternative für euch. Ich zeige euch jetzt mehrere Seiten, nur was ihr mal so kriegt für den Preis. Hier sind die Monitore nicht mit drin, also 700 € fehlen dann immer. Könnt ihr euch so drauf rechnen. Wir haben hier ein System bei Dubaro. Das ist einfach das teuerste System von AMD, was die da haben. 7950 X3D mit 4090, 64 GB RAM, auch 2 TB SSD mit einem X670E Gaming Plus Wi-Fi für 3,6. Dann haben wir hier auch einen von Krotos, kostet auch knapp 3,6. Hat auch ein 7950 X3D, auch eine 4090, 32 GB RAM und auch irgendwie eine 2 TB SSD und solche Geschichten. Also
Ja, schwierig. Auch Hardware-Rad hat was in der Ecke. 3.300 Euro, da habt ihr einen 7800 XRD mit einer 4090, auch 32 GB RAM. Und MyPC hat hier einen für 3.000. Da ist auch eine 4090 drin, 7800 X3D, auch 32 GB RAM mit CL30 und solche Geschichten. Also, ihr findet ohne Ende Alternativen. Den Monitor müsstet ihr natürlich immer dabei kaufen, habe ich ja eben gesagt. Aber dieses Angebot ist totaler Quatsch. 7800 X3D mit einer 4070 Ti, super. Nee. Also lasst am besten wirklich die Finger davon. Es ist viel zu teuer, das System. Man hat ein paar Unklarheiten. Kauft auf einen der anderen Seiten. Oder schlagt es in den Videovorschlägen vor. Ich gucke es mir dann nochmal genauer an. Mach vielleicht ein Video drüber, wenn ihr wirklich so viel ausgeben wollt. Habe ich ja letztes Mal schon angeteasert. Schickt sie rein, dann ist es der geworden. Der ist halt auch nichts. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.